jetzt weiter mit den Übungen auf dem Boden. Und um die Wirbelsäule so ein bisschen zu schützen, wäre es gut, wenn ihr euch eine Unterlage schnappt. Egal, ob ein dickes Handtuch oder wenn ihr auch habt eine Matte, das ist alles gar kein Problem. Dann fangen wir an mit der ersten Übung für die gerade Bauchmuskulatur. Guckt, dass ihr die Fersen schön in die Matte drückt, dass die untere Wirbelsäule schön unterstützt ist. Den Bauch immer flach nach innen einziehen, nie nach oben rausschieben und guckt, dass während der Übung der Abstand zwischen Kinn und Brustbein immer gleich ist, dass ihr nicht mit dem Kopf so schwingt. Für die Arme gibt es verschiedene Varianten. Einmal hier hochschieben, das ist die etwas leichtere Variante. So wird es schon etwas schwieriger und das ist die schwierige. Wichtig ist, wenn ihr die Hände an den Kopf nehmt, nur leicht an den Kopf mit den Händen und nicht ziehen. Ja, es ist immer ganz wichtig, dass ihr die korrekte Ausführung macht. Wenn ihr merkt, dass ihr das so nicht schafft, geht einfach in eine leichtere Variante zurück. Das ist überhaupt gar kein Problem. Achtet auch darauf, dass ihr hier nicht immer komplett hinlegt und aus der Spannung geht, sondern dass ihr hier haltet und von hier aus weitermacht. Ja? Okay. Wir fangen gemeinsam an. 4, 3, 2, halbes Tempo und hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Achte auf den Abstand, dass der gleich bleibt und unten nicht hinlegen. Hoch und tief. Zweite Runde langsam. Hoch und tief. Bauchnabel nach innen ziehen. Tief. Und hoch. Ohne Schwung arbeiten. Und hoch. Doppeltes Tempo. Und 8, 7. Und hier schön mit Kraft den Brustkorb und den Bauch zusammenziehen. Nicht mit Schwung. Letztes Mal und wir bleiben kurz oben und halten. Und von hier aus geht's klein nach oben. Klein. 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 Atmen nicht vergessen. Und lächeln hilft. Noch 4. Langsam nach unten. Nicht hinlegen. Single Tempo. 8, 7, 6 noch. 5, 4 noch. 3. Denk nochmal an den Bauch. Und einmal noch halten. Und klein. 8, 7. Zieh den Bauch flach nach innen ein. Achte auf den Abstand hier. 4 noch. 3, 2, langsam runter. Single Tempo, letzte Runde. 8. Mit Kraft. Wenn du nicht so weit hochkommst, ist nicht schlimm. Hauptsache, du arbeitest mit Kraft. 4 noch. 3 noch. 2. Und die letzten 4 im halben Tempo. Hoch. Und langsam wieder runter. Hoch. Und tief. Und hoch. Und tief und letztes Mal. Hoch und lösen. Einmal die Arme nach hinten, Füße locker lassen. Bisschen den Bauch entspannen. Und dann dreh dich mal auf die Seite mit dem Gesicht zu mir. Der obere Arm ist schon lang, den Kopf kannst du ablegen. Die Beine sind vorne abgelegt. Das obere Bein ist in einer Linie hier mit der Hüfte. Und schau, dass dein Becken nicht so nach vorne oder nach hinten wegkippt, sondern hier wirklich schön gerade ist. Genauso auch der Oberkörper. Nicht nach vorne, nicht nach hinten. Eine schöne gerade Linie, als wärst du aus dem Stand einfach umgefallen. Das Bein, ich zeige einmal kurz die Übung, geht langsam hoch und langsam runter. Das machen wir auch in verschiedenen Tempi. Achtung, halbes Tempo. Und alle zusammen und tief. Hoch. Guck, dass das Bein schön gestreckt ist. Die Zehenspitzen ziehst du feste zum Gesicht nach oben. Hoch. Und noch eine Runde langsam. Und hoch. Bauch schön einziehen, immer nach innen flach machen. Popo mit anspannen. Zweimal noch. Hoch. Und tief. Lass das untere Bein ruhig schön locker. Und doppeltes Tempo. 8 noch. 7. Auch hier. Nicht schmeißen, sondern mit Kraft anheben. 4 noch. 3 noch. 2. Wir halten oben und machen von hier auf ganz klein.
klein, klein, klein. Guck mal besonders bei dieser Sache jetzt, dass das untere Bein ganz locker ist. Nicht so verkrampft in die Unterlage drücken. Langsam nach unten, noch nicht ablegen. Single Tempo. Zweite Runde. 7. Noch 6. 5. 4 noch. Ihr lächelt noch. Ihr habt immer noch Spaß. Das ist gut. Nochmal oben halten und eine kleine Runde noch. Und 8 noch. 7. 6. 5. Noch 4. 3. 2. Und nach unten. Halbes Tempo. Die letzten 4. Die schaffst du noch. Und hoch. Bauch einziehen, nicht vergessen. Popo anspannen. 10 nach oben und beißen. Hoch. Und lösen, nach vorne ablegen. Kurz bisschen lockern. Bisschen entspannen. So, die Knie ziehen wir einfach nur noch ein bisschen nach vorne und drehen den Oberkörper so ein bisschen in die Diagonale. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber du gewöhnst dich ganz schnell dran. Schau, dass die Knie hier möglichst aufeinander bleiben und dass man nicht so nach hinten wegrutscht, dass hier diese Lücke entsteht. Wirklich schön hier die Spannung halten. Die diagonale Schulter ziehst du schön nach hinten. Wie weit, das ist völlig uninteressant. Das ist bei jedem unterschiedlich. Von hier aus geht's relativ gerade nach oben. Du kannst auch deine Hände in die Richtung nehmen oder du nimmst die Hände wieder an den Kopf. Wichtig ist nach wie vor ohne Schwung, nicht hochschieben, immer mit Kraft, schön langsam und kontrolliert arbeiten. Bauch schön flach machen. 4, 3, 2, halbes Tempo und hoch und tief. Du siehst, das geht nur wirklich ein kleines Stückchen hier, weil wir versuchen wollen, hier die Taille zusammenzuziehen. Und hoch und tief. Achte darauf, dass du hier mit deinem Knie vorne bleibst und nicht so nach hinten wegrutscht. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch. Auch hier etwas schneller. Und 8. 7. Guck, dass du nicht am Kopf ziehst, wenn du die Hände am Kopf hast. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Wir halten. Jetzt wird's gemein. Und zieh. Immer nur ein kleines bisschen ziehen, ziehen, ziehen. Lächeln. Und hier hoch. Nur klein, nur dieses Stück. Klein, 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 klein. Langsam nach unten, noch nicht hinlegen. Single Tempo. 8. Letzte Runde. 7. 6. 5. Schieb hier die Pobacke nochmal nach vorne, dass du wirklich aus der Seite arbeitest. Und die letzten 4 im halben Tempo. Hoch und tief. Und hoch und tief. Und hoch und tief. Letztes Mal. Hoch und lösen. Dann komm wieder auf den Rücken zurück. Positionier deine Füße ungefähr eine Länge des Fußes zwischen Po und Ferse weg. Arme liegen neben dem Körper. Ich zeige auch einmal hier, was wir jetzt machen. Bauch immer fest nach innen einziehen und du schiebst den Popo nach oben, dass du hier so eine Diagonale hast. Tiefer bleiben geht immer, wichtig, nicht zu hoch. Die Beine müssen parallel bleiben und hier nicht absenken. Immer so ein kleines bisschen Spiel dazwischen haben. Und dann geht's immer hoch und tief. Auch hier starten wir wieder zusammen. 4, 3, 2, halbes Tempo und hoch und tief. Bauch einziehen, Pobacken fest spannen. Tief und hoch. Denk dran, hier die Spannung. Hoch, tief. Noch eine Runde und tief. Knie bleiben parallel. Hoch und tief. Bauch fest einziehen. Hoch und tief. Letztes Mal langsam. Hoch und doppeltes Tempo. 8. 7. Bauch flach machen hier. Popo fest anspannen. Genau.
So, jetzt oben halten, halten und jetzt immer den Popo ein bisschen runter hoch. Genau. Pobacken sind aber die ganze Zeit fest angespannt. Ganz klein, ganz klein, ganz klein. Vier noch. Drei noch. Schön alles anspannt. Bauch, Beine, Po. Langsam runter. Single Tempo. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halbes Tempo, letzte Runde. Und hoch. Denk nochmal dran, die Pobacken richtig mit anzuspannen. Knie bleiben parallel. Hoch. Tief. Bauch einziehen. Die letzten vier. Und vier. Und tief. Atmen nicht vergessen. Bauch einziehen. Ruhig zwischendurch auch lächeln. Das hilft. Letztes Mal. Und lösen. Kurz die Beine lockern. Und dann ziehst du dich an einem Knie nach oben. Und dann wechseln wir die Seite. Gleiche Übungen, einfach nur auf der anderen Seite. Wir fangen hier wieder in Seitlage an. Knie sind vorne. Das obere Bein ist wieder in einer Linie mit der Ferse. Schau, dass du auch hier wieder schön gerade bist. Nicht nach vorne, nicht nach hinten. Bein ist gestreckt. Zehenspitzen zum Gesicht hoch. Achtung, halbes Tempo. Hoch und tief. Auch hier nicht wieder mit Schwung, ne? Sondern schön langsam. Hoch und tief. Hoch, Bauch flach machen. Zweite Runde. Und hoch und tief. Hoch und tief. Das untere Bein ist ganz locker. Nicht den Fuß so in die Matte drücken. Hoch. Doppeltes Tempo und hoch, tief, hoch. Hier wirklich kontrolliert arbeiten und nicht mit Schwung. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Halten und jetzt die kleinen und hoch, hoch. Lächeln, das hilft. Bauch einziehen, Popo festmachen. Streck das Bein, Zehenspitzen hoch. Vier, langsam runter. Single Tempo. Und acht, sieben, sechs, fünf. Unteres Bein lockern, nicht vergessen. Und der Kopf, der liegt ganz entspannt. Hoch. Nochmal halten oben. Zweite Runde gemeine. Kleine oben. Bauch fest, Po fest. Bein strecken. Zehenspitzen nach oben ziehen. Vier noch. Drei noch. Ruhig nochmal lächeln. Das überspielt den Schmerz. Langsam nach unten. Single Tempo. Letzte Runde. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Noch vier. Drei. Zwei. Und die letzten im halben Tempo. Und hoch. Tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und tief, letztes Mal, hoch und tief und lösen. So, die Knie ein bisschen mehr nach vorne ziehen, kurz entspannen hier, bisschen lockern. So, jetzt bleiben die Knie wieder vorne. Wir drehen jetzt die diagonale Schulter nach hinten. Schaut wieder hier, dass das obere Knie auf dem unteren Knie abschließt, dass da nicht so eine Lücke entsteht oder bestenfalls noch ein richtiger Abstand. Also wirklich schön parallel. Diagonal nach hinten. Vier, drei, zwei, halbes Tempo. Und hoch und tief. Es kommt auch hier wieder nicht drauf an, wie hoch wir gehen, sondern dass wir hier die Seite schön kurz machen. Und hoch. Zweite Runde, halbes Tempo. Hoch. Schieb ruhig nochmal zwischendurch das obere Knie nach vorne. Es kann auch sein, dass das auf einer Seite besser klappt als auf der anderen, aber das ist normal. Man hat immer eine Schokoladenseite. Single Tempo. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Halten. Jetzt wird's gemein. Und klein nach oben. Klein. Klein. Und stell dir vor, du schiebst die Rippen in diese Richtung. Nach da.
Vier noch. Drei noch. Zwei. Langsam nach unten. Noch nicht pausieren. Single Tempo. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Und nochmal klein oben. Zieh, zieh, zieh. Schieb nochmal das obere Knie nach vorne. Bauch flach machen. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Langsam nach unten. Halbes Tempo. Hoch. Die letzten. Tief. Hoch. Und tief. Atmen nicht vergessen. Hoch. Und tief. Letztes Mal hoch. Und lösen. Auf den Rücken zurück. Beine kurz ein bisschen auslockern. Jetzt geht's nochmal für die diagonale Bauchmuskulatur. Die Schultern gehen immer diagonal. Diagonal. Ja? Wir fangen mit der rechten Schulter an zur linken Beckenseite. Vier, drei, zwei und langsam. Rechte Schulter und lösen. Linke Schulter. So, hier sind auch wieder die Fersen im Boden. Hoch und tief. Bauch schön flach machen, genau wie bei der Übung für die gerade Bauchmuskulatur. Hoch. Achte darauf, dass du nicht den Ellenbogen ziehst, sondern versuchst, die Schulter rüber zu drehen, damit wir schön die Rotation bekommen. Und in der Mitte nicht ganz hinlegen. Single. Acht. Halten. Halten. Immer schön halten. Genau. Nicht so am Kopf ziehen. Achte darauf, dass der Abstand bleibt. Genau. Noch eine Runde dieses Tempo. Acht. Sieben. Lächeln. Sechs. Fünf. Bauch flach machen. Genau. Dreimal federn hier. Feder, zwei, drei, Seitenwechsel. Feder, zwei, drei, nochmal Wechsel. Feder, zwei, drei und Wechsel. Feder, zwei, wieder das normale Tempo. Rechts, Mitte, links, Mitte. In der Mitte ist nur halten, sonst passiert da nichts. Vier noch, drei, zwei und wieder halbes Tempo. Schön langsam. Ziehen, 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 ziehen und zur Mitte zurück. Ziehen, 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 ziehen. Hier halten wir, nicht runtergehen. Ziehen und tief. Ziehen. Jede Seite noch zweimal. Hoch und tief. Hoch. Und das letzte Mal auf jeder Seite. Hoch und tief. Letztes Mal. Hoch und lösen. Kurz entspannen und noch eine Übung für den unteren Bauch. Die ist ein bisschen schwieriger, aber nicht direkt die Flinte ins Korn werfen. Mit ein bisschen Übung klappt das. Die Beine gehen hoch zur Decke. Die können ruhig ein bisschen gebeugt sein. Das ist nicht so schlimm. Ob ihr die gerade macht oder ein bisschen gebeugt lasst, ist völlig egal. Wichtig ist jetzt aber, dass ihr mit dem Popo so ein kleines Stückchen, ich nehme mal die Hände weg, dann kann man es besser sehen, anhebt. Ja? Guckt aber, dass ihr mit den Knien nicht zu weit zum Kopf kommt, weil sonst gehe ich automatisch hoch. Das wollen wir nicht. Also wir wollen wirklich versuchen, so ein kleines bisschen nach oben hoch. Das muss nur so sein, dass da gerade ein Blatt Papier zwischenpasst. Das reicht schon. Wirklich nur so ein kleines Stückchen. Ja? Am besten nehmt ihr die Hände auch unter den Kopf, weil man neigt immer so schnell dazu zu schummeln, wenn man sich abstützt. Dann drückt man sich nämlich hoch. Und wir wollen ja nicht schummeln. Achtung. Vier, drei, zwei, ganz langsam, immer hoch und tief, hoch und tief, hoch, tief, hoch, tief. Vier noch, drei, zwei. Wir bleiben hier, der Popo bleibt am Boden, aber der Oberkörper geht hoch. Der Popo bleibt ganz am Boden, der macht nichts. Genau, vier noch, drei, zwei. Und nochmal wechseln. Der Popo geht hoch. Acht. Sieben.
6. Versucht nochmal dran zu denken. Bauch flach einziehen. 4 noch. 3. Und nicht so weit zum Kopf kommen. Letztes Mal der Oberkörper, dann ist es vorbei. 8 noch. 7. 6. 5. Immer noch atmen und lächeln. 4 noch. 3. 2. So, lösen die Beine langsam runter. Und jetzt kommen wir zum Cooldown. Das heißt, wir können einfach liegen bleiben. Streckt euch aus. Sucht euch eine Position, die passt. Und bleibt erstmal einen kurzen Augenblick so liegen.